Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Channel. Oder auch Channel. Gestern haben wir... Die Maus geht immer viel zu weit. Gestern haben wir unseren Fernseher bekommen. Diesen hübschen hier, diesen hübschen Röhrenfernseher. Zu dem haben wir Pikachu kennengelernt und seine Freunde. Und haben einen Report abgegeben und den ersten Teil vom Anime geguckt. Und wir schauen mal, was uns heute erwartet. Bei Pokémon Channel. Ich hoffe mal, mit der Maus wird das gleich noch besser, also dass sie nicht immer so weit mitgeht, denn das ist irgendwie echt nervig. Es ist immer noch der 26. Ja, jetzt wisst ihr, wann ich immer aufnehme, aber egal. Ich habe auch mal die... Oh Gott. Es ist alles kleiner geworden. Aber hübscher. Okay. Ich glaube, ich lasse das so. Es ist hübscher geworden. Pikachu sieht besser aus als in der ersten Folge. Pikachu spielt mit dem Kissen. Mit was? Das Kissen! Ah, ja, cool. Pikachu bemerkt das Kissen. Ja, komm, nimm das Ditto-Kissen. Nimm das Ditto-Kissen. Du sollst das nicht treten. Hallo? Lässt du bitte das Kissen in Ruhe? Ach, egal. Solange du Freude hast, ist alles okay. Willst du Fernsehen gucken? Na komm, wir gucken mal Fernsehen. Pikachu, komm. Ja, komm. Das ist schön, Pikachu. Komm, wir gucken Fernsehen. Alles klar. Was gibt's denn heute so Schönes? Der Nachrichtenkanal. Komm, Pikachu. Wir gucken den Nachrichtenkanal. Mal gucken, was da heute so läuft. Pokémon Nachrichten. Anton? Mit Anton. Alles klar. Ah. Mauzis Vor-Ort-Interview. Da bin ich ja mal gespannt. Ich bin hier mitten im Geschehen. Mein Schweif ist eine fürchterliche... Was hast du gesagt? Aber sehr oft beißt mir jemand hinein. Bitte was? Müsste das nicht andersrum sein? Das war meine Live-Berichterstattung. Nein, Pikachu, nicht durch den Bildschirm springen. Nein! Ach Gott. Das ist so süß. Man kann nicht durch einen Bildschirm springen. Oh. Hopsprosse sind bekannt für ihre Sprungtalent. Ein Schwarm Hopsprosse versammelte sich im Kleeblattheim zu einem Sprungwettbewerb. Der Wettbewerb war ein voller Erfolg und beschwerte einige humorvolle Momente. Einige Hopsprosse sprangen zur Freude der Zuschauer viel zu hoch. Sie wurden vom Wind erfasst und fortgeweht. Oh nein. Weinerliches Wohingenau vermisst. Der Moderator von Wohingenaus Quiz wurde in einen seltsamen Zwischenfall verwickelt. Man dachte zunächst, es habe sich am MT-Schneefall verlaufen. Aber die Suchmannschaft konnte es nicht finden. Wohingenau hielt sich nämlich weit vom Berg entfernt auf. Es lag vor seiner Haustür und war von Botugel gerettet worden. Das fanden wir heraus. Geile Nachrichten. Danke, Anton, der Nachrichtensprecher. Und Mauzi war auch recht gut. Alter, geil. Ein Raupi? Alles klar. Gut, wir wissen also, dass... Ich weiß nicht mal, wie dieses Pony-Dings da heißt. Och, Mann. Ich muss mich besser vorbereiten. Okay, was haben wir denn sonst noch so? Shopping-Kanal mit Shiggy. Ja, gerne. Shiggy. Shoppen mit Shiggy. Oh, seine geile Sonnenbrille. Es ist wieder Zeit für Shoppen mit Shiggy. Auch heute habe ich wieder tolle Angebote für euch. Dieses Item steht heute an erster Stelle. Ein Ordner. Wuhu. Den will ich haben. Perfekt, um Dinge ordentlich und sicher aufzubewahren. Den brauchen wir. Expresslieferung garantiert. Das ist der Tagestipp von Shiggy. Das muss ich mir genauer angucken. Und nun das Wichtigste, der Preis. 10. Ja, wir haben 20 Poké-Dollar, soweit ich weiß. Und wenn ihr sofort bestellt, bekommt ihr gratis dieses Item dazu. Ein Sammelkartenpack. Ja, kaufen, bevor es weg ist. Und dies ist unser nächstes. Eine Lapras-Puppe. Eine Schönheit in Handarbeit gefertigt. Oh, sogar Handarbeit. Wenn die auch nur 10 Poké-Dollar kostet, dann kaufe ich die auf jeden Fall. Nur hier erhältlich. Alter, geil. Lapras ist so ein cooles Pokémon früher gewesen. Fragen wir einen Kunden nach seiner Meinung.
Und Lavra sagt einfach die coolste Sache überhaupt. Und nun das Wichtigste, der Preis. 101. Tut mir leid, das können wir uns nicht leisten. Pikachu, es tut mir leid. Oh, noch ein Angebot. Eine Wanderpuppe. Pikachu, willst du haben? Einfach fantastisch. Das Feuer haben die gut hinbekommen. Aber ein bisschen dick ist der geraten. Aber sonst? Eine echte Rarität. Aber ist bestimmt auch richtig, richtig teuer. Gefällt mir sehr. Ich glaube, dafür bist du nur 17. Oh, hätten wir uns sogar leisten können. Hätten wir uns den Ordner nicht gekauft. Pikachu, ich muss leider einmal ablehnen. Der Fernseher lässt sich nicht schieben. Tut mir leid. Vielleicht später, ja? Tschüss, Shiggy. Geil, wir haben den Ordner gekauft. Habt ihr drauf geachtet? Portugal? Oh, was? Ist das schon da? Geil, Portugal bringt uns unseren Ordner. Da bin ich ja mal gespannt. Was bekommen wir denn jetzt Schönes? Wuhu, Post. Pokepost. Und Pikachu freut sich. Geil. Tschüss, danke, Portugal. Dankeschön. Ein Paket mit den bestellten Waren von Shoppen mit Shiggy wurde geliefert. Geil, was da wohl drin ist? Pikachu, öffne es. Juhu, ein Ordner. Was auch immer wir damit machen können. Und natürlich das Bonus-Sammelkartenpack. Oh, Pikachu freut sich. Ah, die Waren von Shopping Center sind angekommen. Fragezeichen. Das System scheint ja reibungslos zu funktionieren. Oh, da ist sogar ein Geschenk bei. Mach schon. Mach das Paket mal auf. Ich bin neugierig. Das Sammelkartenpack wurde geöffnet. Da bin ich jetzt mal gespannt. Die bewegliche Psyana-Karte wurde in den Ordner... Ach, dafür war der Ordner. Ah, da können wir unsere Karten reinlegen. Wie geil. Die Gengar-Karte wurde in den Ordner gelegt. Gengar ist auch sehr cool. Gengar ist sogar das allererste Pokémon, was man in der Serie sieht. Mit Nidorino oder Nidoking? Ne, mit Nidoking zusammen, ne? Oder Nidorino? Weiß ich gerade gar nicht. Die Meryl-Karte wurde in den Ordner gelegt. Alles klar. Boah, wie viele Karten sind da drin? Eine Felino-Karte, auch sehr cool. Und eine Remoraid. Ich weiß nicht mal, was ein Remoraid ist. Gucken wir uns gleich mal an. Okay, also in einem so ein Pack sind 5 Karten. Das ist ja schön. Was für ein perfektes Timing. Und schon hast du 5 Karten in deinem Ordner. Geilo. Sammelkarten sind hübsche Karten, die momentan gerade total aktuell und gefragt sind. Ich weiß, dass sie sogar unter Pokémon sehr beliebt sind. Oh. Das ist es. Wenn du eine gewisse Anzahl von Sammelkarten gesammelt hast, werde ich dein Fleiß belohnen. Sammel fürs erste 25 verschiedene Sammelkarten. Wenn du dir deine Sammelkarten anschauen möchtest, öffne den Ordner, in den du A drückst. Ich glaube, es gibt insgesamt 100 irgendwas Sammelkarten, 101 Sammelkarten, die man hier kriegen kann. Ich weiß, es gibt sehr viel mehr Pokémon, aber ich glaube, man konnte nur 101 Sammelkarten sammeln. Auf jeden Fall schauen wir uns die mal an. Pikachu möchte bestimmt auch mal reingucken. Oh, guck mal, die Psyana ist selten. Ach, das ist ein Remoraid. Ja, okay, kenne ich doch. Aber das Felino ist natürlich recht cool. Aber warum steht da ein E? Das ist die Seltenheit wahrscheinlich, oder? Ja, stimmt, guck mal. Bei Psyana, die hat auch so einen goldenen Rand. Die anderen nur so einen grünen. Oh, Gengar sieht aber cool aus. So kenne ich die Pokémon-Karten aber nicht. Oh, man kann das sogar drehen. Wow! Okay, nice. Echt nice. Okay. 5 von 25. Ab 25 kriegen wir irgendwas. Ordner schließen. Jo. Hab mir alle angeguckt. Danke. Wir werden hier voll die Pokémon-Sammler. Pokémon-Sammelsammler. Nee, Pokémon-Kartensammler. Alles klar. Gefallen dir die Karten, Pikachu? Gefallen sie dir? Ich hoffe doch. Guck mal in den Mülleimer. Ein Abfalleimer. In den Spielen ist ja meistens irgendwas drin in den Abfalleimern. Ja, komm. Was willst du, Pikachu? Hä? Was willst du? Abfalleimer. Oh, natürlich. Guck mal rein. Vielleicht findest du ja was. Und? Irgendwas Schönes drin? Oh, schade. Na gut, Pikachu, wollen wir... Was hast du gefunden? Hallo? Die Box? Das Bett. Oh, wie süß. Das ist doch echt, echt knuffig. Vor allem damals war Pikachu ja noch so ein bisschen dicker. Heutzutage ist der so abgemagert. Schau dir mal die Kiste da unter an.
Ist da irgendwas drin? Schau mal rein. Da. Los, Pikachu. Oh, jetzt können wir uns sogar alles angucken. Möchtest du den Pappkarton angucken? Natürlich, natürlich, natürlich. Ach man. Das ist so geil. Ich sitze hier echt grinsend vor dem Bildschirm und freue mich. Pikachu ist so süß. Oh mein Gott. Na, was findest du da? Orangen? Oh, schon 7:55, es wird spät. Alter! Sieht aus wie ein Game Boy Advance. Pikachu hat den verschwundenen Pokémon-Mini-Koffer unter deinem Bett gefunden. Ein Pokémon-Mini-Koffer. Geil! Gut gemacht, Pikachu. Was ist das? Das Pokémon-Mini und das Spiel Lunchtime sind sicher aufbewahrt. Bedanke dich bei Pikachu. Ja, danke, Pikachu. Du bist ein super Pokémon. Ja, Pikachu weiß es schon. Nun kannst du mit deinem Pokémon-Mini spielen. Geil. Komm, Pikachu, wir spielen Pokémon-Mini. Das ist wirklich so eine Art Game Boy Advance, oder? Obwohl, hier im Hintergrund ist das eher ein Game Boy Color. Beziehungsweise überhaupt ein Game Boy. Okay, komm, spielen wir Lunchtime. Natürlich. Klick. Ach was. Nee, ich wollte X drücken. Ah. Wie geil ist das denn bitte? Hallo Relaxo. Was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung. Hätte ich was drücken müssen? Oh nein! Great. Gut. Ah, okay, also wenn da Essen ist, dann müssen wir es einfach essen. Und wenn da ein Pichu bei ist, dann nicht. Hä? Aber da ist ja nie ein Pichu dabei. Ja komm, relax zu fress, damit du ganz lange schlafen kannst. Was ist das denn für ein komisches Spiel? Alter, hier, ich bin der perfekte... Oh. Egal, wir haben einen neuen Rekord. B. A. Buff. Da bin ich buff. So. Geil, wir sind Erster. Guck mal, wie schlecht die ganzen anderen waren. Okay. Das Spiel ist jetzt aber... eher weniger cool. Also, da gibt es bessere. Okay, damit haben sie uns reingelegt mit diesem Lunchtime. Lunchtime war jetzt nicht so cool. Naja, haben wir von unserer Tante geschenkt bekommen. Passt schon. Ja, bitte. Möchtest du einmal in den Schrank reingucken? Da ist nichts drin. Alles klar. Gut, Pikachu, was können wir uns dazu angucken? Guck dir mal die Pflanze an. Du möchtest mit dir... Okay, du willst Fernsehen? Dann gucken wir nochmal Fernsehen. Obwohl wir heute schon geshoppt haben. Okay, Shop. Was haben wir hier? Fitnesskanal. Möchtest du Fitness machen? Mit Cosilla. Okay, alles klar. Los, Pikachu. Mach mit. Damit du fit wirst. Hey, wie geht es euch? Heute will ich euch einen Enthusiasmus-Trick zeigen. Keine Ahnung. Training für eine bewegliche Teile. Yeah. Oh, Pikachu macht sogar mit. Nur keine Hemmungen. Macht alle mit. Oh, wie süß. Ach, Pikachu. Hoch den Arm. Hoch die Hände, Wochenende. Woo! Ihr zu Hause müsst jetzt auch alle mitmachen. Genauso wie Pikachu. Damit eure Teile gut und straff wird. Training für schlanke Beine. Oh Gott. Ja, Pikachu, das musst du nicht machen. Ja, die ist ein bisschen zu schwer noch für dich. Beim nächsten Mal dann. Mach nur das, wozu du Lust hast, Pikachu. So macht Training am meisten Spaß. Und noch die Entspannungsübungen zum Schluss. Na, ob das Entspannung ist, ich weiß ja nicht. Macht Pikachu aber gut, muss ich sagen.
Ja, das war ein leichtes Training. Ich hoffe, ihr zu Hause habt auch alle mitgemacht, damit ihr fit bleibt. Ist witzig, wie die Maus einfach... Ich drück gar nichts, sie geht einfach so nach oben. Wie heißt das Pokémon da nochmal? Ich habe keine Ahnung, früher wusste ich das alles. Aber das ist alles schon so lange her, seit ich Pokémon gespielt habe. Alles klar, einen Channel haben wir noch. Nämlich den Quiz-Kanal mit Wohin genau? Wohin genau? Aber der war ja weg, oder nicht? Wohin genau war doch verschwunden. Ach nee, sie haben ihn ja wiedergefunden. Stimmt. Oh, wenn da jetzt Pokémon-Fragen kommen, dann bin ich bestimmt nicht so gut. Es ist Zeit für Wohin genaus Quiz. Hier sind unsere Kandidaten. Panfi! Ein Gumanda? Und... ein Quiekel, okay. Bei einer richtigen Antwort bewegt sich der Sitz nach unten. Der Erste, der unten ankommt, ist unser Sieger. Zu Frage Nummer 1. Silhouettenquiz. Who is that Pokémon? Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Oh, das ist wie heißt das denn? Pokémon Meister müssen das erkennen. Ist das nicht dieses Ei? Das ist dieses Ei, oder? Wie heißt denn das Ei nochmal? Togepi, genau. Richtig. Dass das Misty immer dabei hat. Ja, ist ein Togepi. Yes! Pikachu wusste das auch. Gut gemacht, Pikachu. Was ruft da? Keine Ahnung. Gang. Ich hab keine Ahnung. Pikachu, weißt du es? Ich weiß es nicht. Irgendwas Kleines. Octillery macht so ein Geräusch? Tatsächlich? Okay, hätte ich ehrlich gesagt nicht gewusst. Wäre ich auch niemals drauf gekommen. Was versteckt sich da? Okay, irgendwas Rotes. Oh Gott. Ein Voltoball? Ein Voltoball. Sieht für mich wie ein Voltoball aus. Ja, Voltoball. Wie hieß da nochmal die Vorentwicklung von Voltoball? Ist auf jeden Fall ein Voltoball. Yes. Ist richtig. Ja. Yes. Na, hoffentlich macht er kein Finale, so wie er da rumzappelt. Alter, jetzt kommt schon das Finale. Zeit für unser Zuschauerquiz. Oh, okay. Das ist ein... Geh mal weg. Ein Botugel muss das sein. Pikachu, ich sehe den Fernseher nicht. Aber wir haben richtig geantwortet. Geil, sogar mit Zuschauerquiz. Wir haben 100 P gekriegt. Boah, dann könnten wir uns jetzt Lapras... Wie, es geht gleich weiter. Ah, das war die Werbung. Nochmal ein Silhouettenquiz. Wir können uns jetzt einen Lapras kaufen. Bei Shiggy, shoppen mit Shiggy. Oh, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Xatu? Was ist denn ein Xatu? Ja, doch. Ich glaube, das ist richtig. Nee, Natu? Hat er Xatu genommen? Also ich hätte das durchgehen lassen. Xatu oder Natu. Seid mal nicht so streng. Was ruft da? Ein Hopspross vielleicht. Oder doch ein Pichu? Ich weiß ja nicht. Guck mal, Glumanda ist hier voll am Durchdrehen. Ich glaube, damit könnte er richtig liegen. Oh, was eine Überraschung. Damit hat Glumanda, glaube ich, gewonnen. Ach nee, man muss 3 Fragen richtig beantworten. Okay. Frage Nummer 6. Was versteckt sich da? Ein Azuril heißt das, glaube ich. Azumarill, okay. Das zählt ja wohl, oder? Azumarill! Ist das nicht sogar eine Weiterentwicklung von Azuril? Ist Azuril die Vorentwicklung? Kann sein. Hä, Schande, es gibt keinen Sieger. Aber noch ein Zuschauerquiz, alles klar. Macht alle mit! Bitte? Ein Quapsel? Yes! Ein Quapsi!
Schon wieder 50 gewonnen. Alter, wir werden reich durch Fernsehen gucken. Pikachu, wir sind reich. Wir können uns morgen ganz tolle Sachen bei Shiggy shoppen mit Shiggy leisten. Ja! Ja! Alles klar, das war ja auch ganz schön. Alles klar. So, wir geben unseren Report noch kurz ab. Hallo, ich bin's, Eich. Vielen Dank für deinen Report. Pikachu schaut also auf diese Art fern. Das ist ja interessant. Sehr schön. Als Dankeschön für den Report möchte ich dir etwas geben. Oh, wir kriegen schon wieder irgendwas geschenkt. Wir werden hier reich durch Fernsehen gucken und kriegen auch noch Sachen geschenkt. Eine... Wie heißt das nochmal? Irgendwas mit Pinsel ähnlich. Danke, Magnetilo. Tschüss. Eine... Eine Statue. Farbigel. Ah, natürlich. Farbigel 2. Mit dem Farbigel 2 kannst du Bilder malen, die du direkt aus den Fernsehprogrammen erhältst. Dein Kunstwert wird automatisch an den Pokémon-Channel gesendet. Und das ist noch nicht alles. Dein Kunstwert wird automatisch als Poster in dein Zimmer aufgehängt. Aber es gibt einen Haken. Farbigel 2 kann nur während des Anime Pichu Bros verwendet werden. Während du dir Pichu Bros anschaust, setze... auf Farbigel und drücke... Ah, aha. Wie? Während des Animes muss ich dann malen, oder wie? Nun, ich muss dazu sagen, Farbigel 2 wurde gerade erst fertiggestellt. Niemand hat ihn bisher getestet. Würdest du damit malen und ihn für uns testen und uns dann einen Report dazu schicken? Das wäre toll! Wir zählen auf dich. Aber natürlich. Okay, ich speichere deinen Report. Ich weiß auch noch von früher, dass man die Bilder, die man mit Farbigel malt, dass man, wenn man danach noch ein Bild malt, dass dann das erste Bild versteigert wird und je nachdem, wie gut man das gemalt hat, kriegt man dann Poké-Dollar, die man dann auch wieder ausgeben kann. Und wir spielen nicht weiter, weil langt erstmal für heute, würde ich sagen. Ich bedanke mich dann aber erstmal wieder recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und ich hoffe, ihr freut euch dann schon auf morgen. Und Pikachu sagt garantiert gleich auch nochmal Tschüss. Pikachu? Pika, Pika! Pika! Bis zum nächsten Mal!